Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei nico.outdoor.adventure. Ja, und ich bin heute wieder unterwegs auf eine tolle, schöne Wandertour im Rems-Murr-Kreis in Jux bei Spiegelberg. Ja, und jetzt kommt einfach mit, seid dabei. Bis dann. Ja, hier vor mir der Jux-Kopfturm. Allerdings ist der jetzt zu, um hinaufzugehen und die schöne Aussicht zu genießen, müsste man in eine Gaststätte gehen und dort den Schlüssel holen und gegen eine kleine Spende, sage ich jetzt mal, Obolus für 1 Euro, glaube ich, pro Kopf, kann man dann hier den Turm hinauf und die schöne Aussicht genießen. Ja, jetzt befinde ich mich gerade auf der Höhe von 533 Meter über Normalniveau. Die Turmhöhe 22 Meter. Ja, errichtet wurde der Turm 1932 und das Grundstück gehört dem Schwäbischen Albverein. Ja, und wie gesagt, um hier den Hoch oder den Turm zu besteigen, kann man in die Gaststätte gehen und den Schlüssel holen. Ja, dahinter befindet sich noch ein Grillplatz, Grillmöglichkeit und Bänke, Tische. Ja, und hier lässt sich doch dann bestimmt schön verweilen. Und die Zeit kann man hier schön genießen. So, jetzt noch die Ansicht von hinten oder hinter dem Turm. Ja, dann geht es jetzt mal weiter in Richtung. Ja, richtig tolles Frühlingswetter heute erwischt. Obwohl das sich jetzt, ich sag mal, relativ spät heute noch losgefahren bin hierher und jetzt noch mit einer kleinen Nachmittagswanderung hier beginne, muss ich sagen, hat sich bis jetzt schon mal vom Wetter her noch gelohnt. Ja, immerhin ist schon 4:15 und mal schauen, wo ich hier rauskomme. So grob habe ich einen Plan, aber ich war hier noch nicht. Ja, lasst euch einfach überraschen, wo ich rauskomme, wie die Wegbeschaffenheit ist und wo es mich noch hin verschleppt.
Hui, kommt man ganz schön ins Schwitzen. Ja, mittlerweile bin ich unten an der Straße angekommen und ja, jetzt geht es gleich einen schönen Wanderweg, eine Schlucht entlang und ja, wie die heißt, werdet ihr gleich sehen. Ja, hier wie gesagt, unten an der Straße angekommen, an einem schönen kleinen Fluss, Bächlein. Ja, und jetzt gehe ich hier mal die Straße entlang. Und ja, hier führen auch wieder mehrere Wanderwege ab, sehe ich gerade. Also hier geht es nach Stocksberg und Obere Großsteig. Aber ja, heute nicht, denn ja, hier vorne ist ein Wanderparkplatz. Da geht es jetzt rechts hoch. Und dann hier irgendwo geht es dann die Schlucht hoch. Ja, wie gesagt, in der Gemarkung Bremsmoor bei Spiegelberg. Dort gibt es mehrere Wanderkarten jetzt hier. Und wenn es euch da interessiert, mal entlang zu wandern oder auch mit dem Mountainbike entlang zu radeln, denn hier gibt es auch Mountainbike-Strecken, ja, dann kommt einfach ins Bremsmoor-Gebiet nach Spiegelberg, Gemeinde Jux und Umgebung und dann, ja, probiert euch selber dort aus. So, und jetzt geht's endlich los zur Hüttlenwaldschlucht und ja, ich komme am Juxkopf, wo ich geparkt habe, dann höchstwahrscheinlich auch wieder raus. Ja, und ihr seht, es ist gut ausgeschildert, denke ich, auch eine Mountainbike-Tour, also wer Interesse hat, ruhig mal hier vorbeikommen. Ja, ich war erst vor circa ein bis zwei Wochen hier in der Gegend schon mal und war tatsächlich auch oben am Juxkopf und habe dort einen kleinen Spaziergang gemacht während meiner Mittagspause. Ein paar Bilder gibt es auch auf Instagram, schaut da gerne auch mal vorbei. Ja, und durch einen Tipp von einer Followerin von mir, die hat mich da auf die Schlucht aufmerksam gemacht. Ja, habe ich gedacht, muss ich mal beim nächsten Mal, wenn ich wieder Zeit habe, ausprobieren. Das mache ich somit. Und ja, ich sage schon mal vielen Dank an C aus N. Und ja, wenn sie das sieht, danke für den Tipp. Und ja, ich bin bereit, das Ganze hier mal abzulaufen und abzuwandern. Ja. Ja, man kommt doch ganz schön ins Schwitzen, auch wenn es heute ja von den Temperaturen ja so circa 13 Grad nur hat, aber es geht jetzt bergauf, ja, schnaufen muss ich auch schon, aber ja, langsam wieder die Kondition aufbauen für dieses Jahr und ja, dann gibt es auch dieses Jahr wieder interessante Videos. Bleibt einfach dann dabei, abonniert meinen Kanal nico.outdoor.adventure und ihr verpasst keine Folgen. Ja, also wie gesagt, abonnieren und dabei bleiben.
Ja, gestern hat es noch geregnet und ja, je nach Region sogar mit leichtem Schneeschau und gehagelt. Deswegen ist es heute noch ganz schön matschig hier und nass. Ja, und man muss auch aufpassen, ist ziemlich rutschig steil teilweise, dass es mich nicht hinlegt. Aber wenn will, auch nicht schlimm. Wechselklamotten habe ich dabei im Auto. Ja. Hui. So. Bis zum Juxkopf, 1 Kilometer. Passt. Für den Anfang reicht's, dann denke ich auch. So. Ein mini kleiner Wasserfall schon mal. Ja, dass ihr mal seht, wie hier der Boden aussieht. Ja, irgendwie muss ich hier durch. Ich glaube, ich muss hier irgendwie entlang hochsteigen. Jawohl, geht. Oh, da hinten ist eine Höhle. Gleich mal vorbei. Boah, cool. Ja, das ist Abenteuer, Outdoor und Adventure. Ja, hier ein kurzer Einblick von meiner bis jetzt zurückgelegten Wegstrecke. Von hier unten bin ich gekommen. Ja, und weiter geht's nach oben. So, jetzt bin ich über dem kleinen Wasserfall in der kleinen Höhle. Ja, da muss ich mich mal orientieren, wie es weitergeht, denn ich sehe gerade kein Schild, wie der Weg weiter verläuft. Aber naja, ich werde es schon zurück zum Auto finden. Boah, ich sage euch, das hat es ganz schön in sich, denn ja, mittlerweile scheint, dass ich den Weg gefunden habe, aber schaut mal, ich muss hier tatsächlich bergauf hinauf. Ganz schön anstrengend. Huch. Oh. Ja, hat es ganz schön in sich. Boah. Mittlerweile bin ich aus dem Wirrwarr und aus der Schlucht herausgekommen.
und befinde mich jetzt wieder auf normalem Frostweg. Und jetzt geht's zurück zum Campervan. Ja, und dann war ich heute ganz schön unterwegs dann dennoch, für das, dass ich erst spät fortgekommen bin. Ja, 16 Uhr war ich am Parkplatz und bin gestartet. Mittlerweile ist 18 Uhr vorbei. Ja, ihr seht, aber es macht Spaß. Und es tat mal wieder gut, draußen zu sein in der Natur. Ja, ich sag nur, Aufbau meiner Kondition. Lang nichts mehr gemacht. Wird mal wieder Zeit. Naja, also bis später. So, jetzt muss ich euch mal was erzählen. Kann auch nur mir passieren. Irgendwie bin ich falsch abgebogen. Und ja, siehe da, ich stehe jetzt wieder mitten in der Schlucht. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin total falsch gelaufen. Jetzt weiß ich, wo der richtige Weg zum Parkplatz zurück ist. Also ich komme jetzt an einer Stelle vorbei, da war ich gerade eben schon am Wasserfall. Ja, alles die letzten paar Kilometer, nein, die letzten paar Meter, muss ich sagen, bin ich falsch gelaufen. Und das war ziemlich anstrengend. Ich hätte den einfachen Weg nehmen können. Wie gesagt, den habe ich jetzt gefunden. Ja, seht selbst, wie es weitergeht. Also bis gleich. Nein, darf nicht wahr sein. Ja, also wie gesagt, hier war ich gerade eben schon und bin dann irgendwie hier hoch und querfällt ein. Ja, wie gesagt, der Weg geht hier entlang. Ja, hier ist die Höhle nämlich wieder. Ja, und anstatt hier links einfach weiter zu laufen, bin ich irgendwo hier querfällt ein hoch. Naja. Also hier der Wasserfall wieder. Naja, egal. Ja. War hier ziemlich schlecht jetzt von uns ausgeschildert, aber ja. Hier geht es jetzt weiter. Hier oben geht's hoch. Denn von da bin ich jetzt ein Stückchen runtergelaufen und habe es ja, wie gesagt, gemerkt, dass ich vollkommen falsch die letzten Meter gelaufen bin. Aber das wollte ich euch nicht vorenthalten. Und deswegen, ja, nehme ich die Strapazen jetzt auch nochmal auf mich und laufe jetzt den richtigen Wanderweg zurück zum Campervan. So, hier ist es nämlich wieder angeschrieben und angeschlagen. Also, ihr müsst immer diesen zwei Schildern dann mehr oder weniger folgen. Und dann könnt ihr eigentlich fast nicht falsch laufen. So, und dann lauft ihr nämlich hier schön oberhalb der Schlucht. Ja, teilweise sind hier Seile angebracht, um sich festzuhalten, wer es benötigt. Thank you.
So, seht ihr, die nächste Beschilderung, ja, wenn man weiß, wie es geht, kann es so einfach sein. Und dann steht es nämlich sogar hier dran. Und hier auch wieder. Ja, und hier oben ist der Parkplatz, wo ich nach dem Jux-Kopfturm zur eigentlichen Tour dann gestartet bin. Ja, kommt dort eben jetzt wieder raus. Dann sind es noch ja, so 500-600 Meter bis zum Turm. Und dann bin ich auch schon wieder zurück, gleich am Campervan. So. Ja, wie gesagt, heute richtig perfektes Wetter eigentlich zum Wandern erwischt. So, wie gesagt, hier der Parkplatz Zollstock bei Spiegelberg. Im Rems-Murr-Kreis, ja, seht ihr, noch 600 Meter bis zum Turm, hier rauf, von dort bin ich ja runtergelaufen. Ja, und wie gesagt, eine Mountainbike-Strecke ist hier auch ausgeschildert. Also hier ist für alle Hobbyarten was dabei. Wandern, Mountainbike. Hauptsache seid draußen in der Natur, macht was Sinnvolles. Hockt nicht nur daheim rum vor irgendeiner Spielkonsole oder vor dem Fernseher. Macht ruhig mal was ab und zu draußen in der Natur. Da könnt ihr richtig abschalten. Kopf wird wieder frei. Und heute, glaube ich, kann ich perfekt schlafen. Ja, gibt einen schönen Sonnenuntergang. Richtig toll. Ja, ihr seht, die Schweißperlen. Also ist nicht ohne. Ein bisschen Kondition braucht's. Aber hat richtig Spaß gemacht. Thank you.
So, zurück an meinem Ausgangspunkt, zurück am Campervan in Jux bei der Gemeinde Spiegelberg im Rems-Murr-Kreis. Ja, also wie gesagt, war es eine ganz tolle Wanderung noch am späten Nachmittag. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal nico.auto.adventure, schaut auch mal auf meinen Instagram-Kanal rein, ebenfalls unter nico.auto.adventure. Ja, da gibt es sogar schon ein paar Bilder von ja, 1 bis 2 Wochen, wo ich schon mal hier war. Ja, also wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und ich sage tschüss und danke fürs Zuschauen. Bis demnächst wieder. Ciao.